Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, wie versprochen, ich bin schon mal auf die Insel rübergereist oder rübergefahren. Und wir sollen jetzt hier unsere Mutter Myrine treffen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir wollen ja eigentlich den Kult zerschlagen. Und da schauen wir mal, was unsere nächste Aufgaben denn hier sind. So, dann let's go, würde ich sagen. So, da ist er auch schon. Cassandra. Ja, ich bin Cassandra. Da. Mein Kind, du hast es geschafft. War dir die See auch gewogen? Poseidon scheint der Einzige zu sein, der mich nicht töten will. Und? Warst du in Thera? Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Aber wieso? Die Antworten auf deine Fragen warten dort. Und dein Vater wäre stolz zu sehen, was aus dir geworden ist. Zuerst kümmern wir uns um das, was hier getan werden muss. Ich hätte nie gedacht, dass wir noch einmal gemeinsame Sparta sein würden. So sehr ich diesen Ort verflucht habe für das, was er uns antat, ist er eher meine Heimat, als es Kefalenia je war. Sparta ist unser Zuhause. Doch wir müssen den Marionettenkönig ausschalten, wenn wir Frieden finden wollen. Was ist mit unserem alten Haus passiert? Nikolaos ist geblieben, als ich ging. Aber nachdem er gegangen ist, weiß ich es nicht. Finden wir es heraus. Sehr gern. Doch zuerst möchte ich dir etwas zeigen. Trautes Heim, Glück allein. Folge Myrine. Okay, wir müssen retten. Vorwärts. Los. Dann wollen wir mal. Oh. Je näher wir Sparta kommen, desto mehr Erinnerungen kommen hoch. Egal wie weit ich auch lief, ich entkam ihm nie. Auf Naxos gelang es. Waren die Erinnerungen an uns auch da drin? Ich wünschte es mir. Aber um so eine Küste zu bauen, räumt man sich das ganze Land. So, unser Pferd. Wo sind sie hin jetzt? Ah, da ist er. Das ist schon vorgeritten. Na los, komm. Was ist denn jetzt hier? Ella. Jetzt los! Komm schon. Ich kann leider nicht vorhalten, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Los! Hier hast du von mir gelernt, einen Speer zu halten. Ah, das war in dem Wald drin, genau. Mit Zögern bringst du dich nur schneller ins Grab. Du erinnerst dich. Wie glaubst du, habe ich überlebt? Wir mussten dir den Speer in der Nacht aus den Armen reißen. Du wolltest mit ihm die Monster in deinen Träumen bekämpfen. Man tritt nicht unbewaffnet gegen Kerberos an.
reißen die Kinder in Stücke. Wir müssen helfen. Cassandra, warte. Du darfst nicht eingreifen. Das ist Spartas Übungsgelände. Ich hoffe, du hast recht. Um ihretwillen. Die Agoge macht aus kleinen Jungs Männer. Dein Eingreifen würde sie nur schwächen. Und Sparta auch. Es nützt Sparta nichts, wenn wir sie sterben lassen. Es nützt auch nichts, wenn sie zu schwach sind, um einen Wolf zu töten. Komm. Gehen wir heim. Los jetzt, her! Los! Schauen wir mal, wo unser altes Haus noch steht. Diese Ausbildung ist grausam. Nicht grausam, effizient. Die besten dieser Jungs schließen sich der Kryptier an. Werden zu Hütern des Friedens und zu Wächtern in der Nacht. Wächter in der Nacht? Einer der Gründe, warum Sparta sich nie ändert. Es gibt Regeln, strikte Regeln. Spartia? Sklaven? Warum rebellieren sie nicht? Spartas Felder ernähren sie. Spartas Krieger beschützen sie. Erst vor den Persern, Sparta. Jetzt vor den Athenern. Und wenn sie aufbegehren, stellt die Kryptia den Frieden wieder her. Ich verstehe. Die meisten. Nicht alle. Ich hätte nie gedacht, dass ich je nach Sparta zurückkehre. Es wirkt so friedlich, wo sonst überall der Krieg tobt. Ella. Das sieht schon geil aus. Ich glaube, hier ist das Haus, glaube ich, von das ehemalige Haus. Ja, das ist doch hier. Ja, genau. Im Herz von Sparta. Der erste und letzte Ort, an dem ich mich je sicher gefühlt habe. Sobald du alt genug warst, ein Speer zu halten, hast du von früh bis spät auf diesem Hof geübt. Nikolaus war nur schwer zufriedenzustellen. Er verbarg seinen Stolz vor dir. Doch er sagte jede Nacht zu mir, sie wird Sparta Ehre machen. So sehr ich ihn für seine Taten auch hasse, ohne seine Lektion wäre ich nicht die, die ich heute bin. Mein Herz brach an diesem Tag. Doch zum ersten Mal seit langem stehe ich hier mit dir und glaube, dass es wieder verheilen kann. Ich auch. Weißt du noch, wie du deinen Bruder das erste Mal hieltst? Ich hatte Angst, ihn zu zerbrechen. Ich stapelte alle Kissen und Decken, die ich fand, um mich herum. Und du hieltst ihn so fest, dass ich dachte, du würdest ihn erdrücken. Er wurde stärker, als wir dachten. Die Götter müssen mir wohl einen Streich spielen. Schön, dich zu sehen, Brasidas. Es ist lange her, dass ich dich aus dem brennenden Lagerhaus in Korinth gerettet habe. Das habe ich anders in Erinnerung. Du siehst gut aus, Brasidas. Die Gerüchte sind wahr. Du lebst! Viele Totgeglaubte atmen immer noch. Als ich von eurer Heimkehr hörte... Wir sind in Sparta, aber noch nicht zu Hause. Wir wollen unser Haus zurück, Brasidas. Euer Heim wurde nach Nikolaus' Verschwinden von Sparta konfisziert. Sie warten darauf, dass sein Adoptivsohn es einfordert. Aber er ist noch nicht aus dem Krieg zurück. Stentor? Ich wusste, ich hätte ihn am Strand töten sollen. Wie können wir es zurückbekommen? Ihr müsst mit den Königen über euer Bürgerrecht verhandeln. Das wird nicht leicht. Warum nicht? So froh ich auch bin, euch zu sehen, die Könige sind das nicht. Besonders Archidamos. Euer Abgang aus Sparta war nicht besonders elegant. Du meinst, weil ich ihm die Nase gebrochen habe? Du hast was? Vergessen hat er es jedenfalls nicht. Aber ich habe eine Idee, wie er vergeben könnte. Raus damit.
Spartanische Soldaten liefern Waffen an Heloten. Wer diese Verräter beseitigt, verdient sich Respekt. Also, um unser Haus zurückzubekommen, muss ich den spartanischen Befehlshaber ausschalten, der eine sinnlose Rebellion anstiften will. Das klingt nicht allzu schwer. Triff mich im Thronsaal, wenn du fertig bist. Okay. Und wo wirst du sein? Hier habe ich dich großgezogen. Und hier zog Leonidas mich groß. Ich werde sein Grab besuchen, gleich hinter dem Anwesen. Auch du solltest ihm Respekt zollen, bevor du losziehst. Ich versuch's. Okay. Schauen wir doch mal. Ah, jetzt haben wir das hier wieder. Sprich mit Merine, machen wir das erst. Die Einschüchterer einschüchtern. Wir lassen uns nicht von den Athenern ausmanövrieren. Großvater war ein wahrer Held. Vielleicht errichtet man mir irgendwann auch eine Statue. Leonidas. Er war Spartas letzter wahrer Held. Wir alle würden jetzt unter dem Joch der Perser leben, wenn er nicht gewesen wäre. 300. Dasselbe Blut fließt durch deine Adern. Also haben wir königliches Blut in uns. Du bist so viel mehr als eine Söldnerin. In dir fließt das Blut von Helden, mächtiges Blut. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass manche diese Macht für sich beanspruchen wollen? Und du hast versprochen? Dass ich es nicht zulasse. Erhebe deinen Speer. Das ganze Gerede über die Pythia. Die Pythia. Mir ist egal, was sie sagt. Genug! Wir haben genug von deinen Frechheiten. Sparta zieht nicht in den Krieg. Die Pythia hat gesprochen. Die Pythia sagt nur, was ihr ihr einflüstert. Sie ist schon viel zu lange eure Marionette. Es ist an der Zeit, die Fäden zu zertrennen. Oh, Leonidas. Die Zeit der Helden ist vorüber. Glaubst du, dein Blut macht dich besonders? Wenn wir deine Adern öffnen, ergießt es sich über den Boden und verschwindet in den Fugen. Du bist ein Niemand. Ich lade euch ein, es zu versuchen. Dein Schicksal ist besiegelt, Sohn des Löwen. Xerxes wird uns einen. Er bringt Ordnung in das Chaos. Trotze der Pythia und alle, die du liebst und alles, wofür du stehst, wird untergehen. Sammel die Männer! Mein König? Wenn Xerxes Sparta will, muss er an mir vorbei. Unglaublich. Und, kannst du es jetzt verstehen? Was soll ich tun? Wir müssen unser Schicksal akzeptieren.
Wenn wir den Kult nicht aufhalten, bevor es zu spät ist, war alles, wofür Leonidas kämpfte und starb, umsonst. Unser Blut erhob sich gegen jene, die uns versklaven wollten. Es muss sich wieder erheben. Sieh mal einer an, Mutter und Tochter, endlich wieder in Sparta vereint. Und seht euch an, Göttinnen unter Sterblichen. König Pausanias, welche Ehre. Ich war bestürzt, als ich von eurem Vater erfuhr. Ja, unsere Väter wären stolz, uns hier heute zu sehen. Ihr erinnert euch an Kassandra, mein König? Wer tut das nicht? Das Mädchen, das starb, um ihren Bruder zu retten. Welch eine Tragödie. Ein unschuldiges Kind zu Tode verurteilt durch ein altes, erbarmungsloses Gesetz. Alt und erbarmungslos? Sparta lebt und stirbt nach diesen Gesetzen. Doch ihr kommt mir progressiver vor. Und du kommst mir vor, als hättest du mit den Athenern verkehrt. Ich war auf ein oder zwei Symposien. Wie auch immer, dein Verlust hat Sparta geschwächt. Euer beider Verlust. Zwei Gründe mehr, warum sich diese Gesetze ändern müssen. Ah, ich stimme zu. Aber König Archidamos, könnte er allen Einwohnern das Gesetz in die Brust ritzen, er würde es tun. Dieses Gesetz hat meine Familie zerstört. Wegen dieses Gesetzes musste ich in der Gosse leben. Wir sind nur hier, weil er das Gesetz ignoriert hat. Das hat er, und es kostete ihn den Kopf. Doch wir sind nicht hier, um über die Toten zu reden, oder? Wir wissen, dass Sparta unser Haus konfisziert hat, nachdem was meinem Vater in Megaris zugestoßen ist. Wir wollen es zurück. Hüte deine Zunge, Kind. Auch wenn du lange nicht mehr in Sparta lebst, bin ich immer noch dein König. Wir bitten höflichst um eine Audienz bei euch und König Archidamos. Wegen der Wiedereinbürgerung und der Rückgabe unseres Hauses. Natürlich. Nichts wäre mir lieber. Archidamos hingegen hat dir noch nicht verziehen, was mit seiner Nase passiert ist. Wie könnten wir ihn umstimmen? Es gibt Gerüchte über einen Helotenaufstand und die Kryptia gießt Öl ins Feuer. Sie ermorden Heloten, stehlen ihr Vieh und lassen Leichen auf offener Straße verwesen. Die Kryptia steht für die größten Erfolge von Spartas militärischer Ausbildung. Durch ihre Disziplin und Furchtlosigkeit ist Sparta in aller Welt gefürchtet. Früher. Die heutige Kryptia ist korrupt und blutrünstig. Knaben auszubilden, um Bauern zu töten, erfüllt mich nicht gerade mit Stolz. Du willst doch dein Haus zurück, oder? Gut. Zeig den Heloten, dass wir das sinnlose Abschlachten ihres Volkes nicht länger unterstützen. Wenn wir dadurch unser Haus zurückbekommen, werde ich es tun. Okay. Dann schauen wir doch mal. So, finde und töte die abtrünnigen Kryptia-Mitglieder. Keleas, das dritte Mitglied, Kryptia-Mitglied ist in Lakonien. Lakonien, ja, hier ist das ganze Gebiet. Er ist in Krokai. Helios-Hügel. Helios-Hügel. Südwestlichen Teil, also muss es hier irgendwo sein. Ich denke mal, das wird hier irgendwo sein. Okay, ich glaube, wir haben jetzt einiges vor uns, Leute. Sind auf jeden Fall ein bisschen größere Wege diesmal. Wenn Archidamos an alte Werte glaubt, wird es dann nicht zu Konflikten mit Pausanias führen, wenn ich seine Kryptia töte? Manchmal vermisse ich Kefalenia. Was sind denn das da für Markierungen jetzt noch? Achso, das ist schon markiert. Okay, ja, dann gehen wir gleich mal hier hoch. Da unten ist noch eins. Okay.
das Leben einfach. Auch wenn Markus ein Vollidiot ist. Aber das ist nicht zu der Quest jetzt hier gehört, oder? Haus des Anführers. Befehlshaber ausschalten. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Boah, alle ganz schön über mir vom Level. Kann ich den gleich hier snacken? Ich werde mal die Kopfgelder bezahlen. Okay, wir haben noch zwei Schätze und ein Ostrakon-Rätsel. Die werden wir uns auch holen, wenn es geht. Schätze noch. Huh?
Okay, Ort abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, gleich zum nächsten. Haben wir denn hier noch einen Aussichtspunkt irgendwo? Doch hier vorher einen gesehen, genau. Machen wir den erst. Hä, wo ist denn wieder der Aussichtspunkt? Ach du Scheiße. Da oben, okay. Zweiten Aussichtspunkt in dem Gebiet. Ja, schon geiles Gebiet. Richtig cool. Okay, dann gehen wir auch zum nächsten. Markieren Sie es gleich nochmal auf der Karte. Boah, das ist ein weiter Weg, ey. Okay. Dann können wir nebenbei vielleicht noch ein bisschen Fragezeichen machen. Lim Nai, das ist ein bisschen chinesisch an. Komm schon. Was? Wie bitte?
Ah, da hinten ist es. Boah, schaut das cool aus. Schaut richtig nice aus. Okay, wir packen mal das Pferd hier. Oh, Festung auch noch. Eieiei. Nicht sehen. Ja. Yeah. Die scheint diesmal nicht ganz so groß zu sein. Boah, 34, Leute. Alter Schwede. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir die jetzt schaffen können überhaupt. Wir sind 32, das wird heftig. Boah. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen mal einen Versuch, probieren es mal. Wenn es nicht geht, dann müssen wir halt noch ein bisschen leveln. Das hilft einfach nicht. Wir haben bitte auch keinen Aussichtspunkt oder so. Haben wir hier einen Aussichtspunkt in der Nähe, dass wir hierher porten könnten? Ne, haben wir nicht. Eieiei. Wenn es wirklich ist, dann müssen wir mal zurück nach Attika. Vielleicht haben wir auch noch einiges zu tun. Dann könnten wir vielleicht das hier mal abschließen und hätten dann auch... wären wir vielleicht vom Level ein bisschen höher. Wir probieren es aber einmal. Ich glaube zwar nicht, dass es geht. Zwei Level Unterschied. Aber man weiß ja nie. Vielleicht kriegen wir das doch irgendwie hin. Ich glaube, die normalen hier schaffen wir schon, aber... Also langsam nervt es. Wir haben schon wieder...
So ein Kopfgeldjäger hier. Was ist das für ein Geräusch? Ich kann den aber auch nicht snacken. War wohl doch nichts. Yeah!
Hey, halten die was aus. Neun Söldner entdeckt schon wieder. So, was haben wir jetzt hier noch? Polemarchen ausschalten, Gefangene befreien und Schatz plündern. Was geht denn noch? Jetzt schon krass, man merkt schon, ich krieg die nicht mehr durch meine Schleichangriffe down. Also man merkt schon extrem das Level. Da müssen wir schon schauen, haben die hier auch so ein blödes Lagerfeuer oder so? Ah, da ganz hinten. Okay, den zweiten hätten wir auch. Wollen wir vielleicht mal das Kopfgeld bezahlen? Polemarch ist immer noch nicht down. Gefangenenbefreiung. Nee, oder?
Die können ein bisschen Unruhe stiften. Einen Schatz noch. Und da oben ist ein Schatz. Wobei, bevor die wieder alle auf Position sind, ich weiß nicht, wo der Pull im Macht dann ist. So, jetzt muss ich schauen, wo der blöde Polymark ist. Wird der da sein, ne? Opolit? Das kann eigentlich bloß der hier sein. Okay, der geht eh raus. Thank you.
So, sehr schön. Der Adler wurde ja auch ein Scheiß. Gar nicht spricht der. Okay, Leute. Damit wäre die Festung erledigt. Wir haben alles gesnackt, alles mitgenommen, alles erledigt. Schauen wir mal auf die Karte. Wir könnten den noch schnell umlegen. Dann hätten wir nämlich unser Kopfgeld wieder weg. Ah, der ist 34. Ja. Diesen Kopfgeld kannst du nicht entrinnen. Doch, sauberst du. So sieht's aus, wenn man sich mit Cassandra anlegt. Oben ist der. Ich würde sagen, den snacken wir noch. Gut, das Kopfgeld ist weg. Die haben kein Geld gebraucht. Söldner ausgeschaltet. Hier alles abgeschlossen. Sehr schön. Aber ich muss schon sagen, es ist schon ein bisschen anspruchsvoller jetzt gewesen, weil eben das Level einfach. Man merkt den Levelunterschied. Könnte sein, dass ich in der Zwischenzeit mal leveln gehen muss. Okay. So, den Hammer. Da müsste es eigentlich. Es ist im Dorf Korokai südwestlich. Sieht aus wie ein Dorf. Ich würde sagen, wir schauen dann dort mal hin. Genau. Ich würde sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Weil es doch schon wieder fast eine Stunde. Ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß reingehauen. Euer Andi.